Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich will euch gar nicht so lange warten lassen. Ich möchte nämlich euch was mitteilen und zwar habe ich meinen Führerschein seit gestern. Leute, das ist so ein Gefühl der Freiheit, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Einfach den so in der Hand zu halten, das ist so geil. Ich bin gestern den ganzen Tag gefahren, egal ob mit Freunden, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder. Es hat einfach so Spaß gemacht und oh mein Gott, an alle, die den Führerschein übrigens gerade machen oder haben, für die, die den gerade machen, die schreiben Hashtag bin dabei Führerschein. Wenn ihr den habt, dann schreibt ihr Hashtag hab Führerschein und wenn ihr keinen Führerschein habt, dann schreibt Hashtag kein Führerschein. Ja, das ist nice. Das würde mich sehr interessieren. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, weil ich habe noch kein Auto und ich bin gerade am Überlegen, welches Auto ich kaufen möchte. Klar würde ich gerne einen BMW holen, aber ich denke mir so, nee, ganz ehrlich, ich habe gerade mal meinen Führerschein, muss man nicht hier direkt auf Kacke hauen. Ich will erstmal fahren und gucken, wie ich so alleine fahre, ob ich ja einfach mich daran gewöhne. Und ich würde schon bei einem Kratzer dann heulen, das wäre viel zu schade für diesen Wagen. Deswegen, ich warte lieber, spare noch ein bisschen. Vielleicht kann ich mir dann noch einen besseren Wagen holen. Und jetzt will ich mir einfach so einen kleinen Wagen holen. So einen, ich weiß nicht, ich habe an so einen Seat Ibiza gedacht oder Opel Corsa, aber den neueren. Ich weiß noch nicht. Ich bin mir sehr unsicher. Was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Wenn ja, schreibt mal Hashtag die Automarke und daneben das Modell. Also Opel, Hashtag Opel Corsa Beispiel. Das würde mich sehr interessieren, weil ich suche halt gerade einen schönen, schicken Wagen für mich, aber der auch nicht zu teuer ist und der auch nicht zu teuer in der Versicherung ist. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Oh, das ist ein Heißluftballon! Oh, wie cool! Ich habe es voll lange nicht mehr gesehen. Ich will einmal mit so einem Ding fliegen. Ist jemand schon mal mit dem Heißluftballon geflogen? Also ich bin schon sehr lange dabei mit meinem Führerschein. Ich habe seit letztes Jahr zwischen Juni und August, meine ich, habe ich meine theoretische Prüfung bestanden. Ich bin zweimal durchgefallen. Einmal bin ich mit 13 Fehlerpunkte durchgefallen, einmal mit 11 Fehlerpunkte. Und beim letzten Mal habe ich dann bestanden mit 0 Fehlerpunkte. Oh, und dann dachte ich mir, okay, endlich, ja. Und dann ging es schon mit dem Fahren los. Darauf habe ich mich sehr gefreut, aber ich hatte auch Scheißstunden, wo ich mir so dachte, okay, ich gebe auf. Und glaubt mir, wenn ihr genau das Gleiche habt, ich sag euch, macht genau dann weiter. Weil wenn ihr aufgibt, dann ärgert ihr euch so tot. Und ihr werdet das safe schaffen, ich verspreche euch das. Haltet euch einfach nur dran und gebt euch Mühe einfach, passt gut auf und dann klappt das auch. Ja, vor allem, ich bin ja jetzt auch schon ein halbes Jahr am Fahren, also in der Fahrschule, weil ich hatte auch wirklich wenig Zeit, um zu fahren. Deswegen, ja, hat das bei mir auch extrem lange gedauert. Ich war viel im Studio, ich war viel in Köln, ich war sehr viel unterwegs und nicht in meiner Heimatstadt. Deswegen, ja, war das ein bisschen schwer für mich. Aber ich habe es jetzt trotzdem noch geschafft. Ich habe mir die Zeit genommen jetzt. Und ja, jetzt habe ich meinen Führerschein. Und ich kann endlich durch die Gegend cruisen. Leute, das ist so geil. Das ist ein Gefühl der Freiheit. Ohne Witz, das ist ein Gefühl der Freiheit. Und es tut so gut. Weil man kann, also man weiß einfach, okay, ich kann jetzt ins Auto steigen und ich kann einfach losfahren. Wenn ich jetzt gerade Lust habe auf Mc's, ich kann einfach so ein Mc-Drive. Das ist so cool. Oh Mann. Ja, ich feiere das total. Ich freue mich sehr. Vor allem, das war immer so eine Baustelle in meinem Kopf. Und jetzt ist sie einfach weg. So für mein ganzes Leben lang. Also hoffe ich natürlich, ne? Was ich euch noch sagen wollte, ich habe jetzt ein paar Sachen auf Amazon und Wish bestellt. Ich bin auch sehr gespannt. Ein paar Sachen sind schon angekommen. Aber die werde ich euch jetzt noch nicht zeigen. Seid einfach gespannt. Und in den kommenden Videos wird die Qualität auch wieder besser, weil ich ja ein Ladekabel für meine Kamera bestellt habe, eine neue SD-Karte, deswegen es müsste alles hoffentlich funktionieren. Oh, bitte. Und neues Intro wird kommen. Deswegen eigentlich so ein bisschen so ein Neustart für mich und für euch.
dass es für mich nicht mehr langweilig ist oder für euch, dass ihr Spaß am Zugucken habt einfach. Ich wollte euch einfach das kurz mitteilen mit meinem Führerschein und euch nochmal auf den Laufenden halten. Ja, glaubt mir, das wird nice. Und ich werde auf jeden Fall ein paar Verlosungen machen. Deswegen schaltet auf jeden Fall demnächst mal ein, wenn ihr was gewinnen wollt. Es sind wirklich coole Sachen dabei. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Samstag noch und an alle, die einen Führerschein haben, fahrt einfach bitte vorsichtig. Es geht manchmal so schnell, aber ja, ich brauche das ja gar nicht sagen. Ich glaube, ihr wisst das schon. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Video und ich hab mich ganz doll lieb. Tschüss.